Kannst du nicht bitte nicht so provokativ hinsetzen? Guck mal. Hi, im Case, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal heute mit... Hallo, mit Ankusch! Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich den Ankusch nochmal hier mit auf diesen Kanal hole. Ich habe mir gedacht, okay, nachdem er schon auf BTS reagiert hat und sich in die Jungs verliebt hat, dachte ich, zeige ich ihm heute auch noch Stray Kids. And we're back! Für die, die vielleicht neu sind, willst du dich kurz vorstellen? Hallo, lieben Leute, hallo, lieben MKs. Er hat das übrigens erfunden. Ich habe es erfunden im letzten Video. Auf jeden Fall, hallo, ich bin Moises Cousin, ich bin ihr großer Bruder und wir reagieren heute auf Tanzvideos, denn ich arbeite als Tänzer. Okay, let's go. Erzähl mir über die Crew, sehen nicht BTS. Beim letzten Mal haben wir viel über BTS erfahren, über Sugar. Weißt du, wie die anderen hießen? Irgendwas mit K. JK? Oha, ja. Das ist Jin? Richtig. Ja. Boah, Ankusch. Sugar, JK und Jin. Undercover K-Pop Stan hier. Und irgendwas mit B. KM? Nee. RM. RM? Hm? Und zwar, Stray Kids ist eine 8-köpfige Gruppe von JYP Entertainment. Was wäre eigentlich voll cool, wenn ich Ankusch mal Twice zeigen würde, oder? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Jedenfalls werden die immer sehr gepraised für ihre Musik, weil die auch ähnlich wie BTS vieles selber machen. Die haben die meisten Credits, die haben einen Producer mit dabei, hier Songwriter, also die machen auch viel selbst, kriegen viele Credits dafür, aber deren Musik ist sehr EDM-lastig. Genau. Und ich fange einfach mal direkt mit einem Banger an, und zwar mit God's Menu. Bist du bereit? Ja. Okay. Let's go. Wir fangen an. Und wir sehen so aus, weil wir gehen nicht auf eine Weihnachtsfeier. Ja. Sehr schick. Wow. Ist die Foto nicht gerade, bis die Video gerade dabei. Kein Problem. Wow. Voll schick, Mama. Das ist ja voll schick. Voll die schöne Farbe, ne? Was ist das denn für ein Sari? Mama, willst du den MKs zeigen? Ich zeig euch mal, okay? Wow. Wow. Beautiful. Eltern. Schwamm drüber. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Ich zeig dir jetzt God's Menu. Bist du bereit für God's Menu? Yes. Let's go. Wer ist er? Bang Chan. Oder Chris. Aber die Choreos sind immer schwer. Die sind nicht einfach, die Choreos eigentlich. Echt? Ist das schwer? Ja, also es ist nicht einfach auf jeden Fall. Ich finde, es ist schwer, aber es ist auch nicht einfach. Okay. Warte. Weißt du noch, wie ich zu dir meinte? Hier ist einer Anus Liebling. Ja. Der kommt jetzt gleich. Der. Nein, jetzt. Man checkt sofort, warum es ihr Favorite ist. So ein bisschen böse, ein bisschen spooky. Ey, seine Stimme ist so tief, ne? Also. Noch mal? Stray Kids. Stray Kids. Wie alt sind die so ungefähr? Der älteste ist, glaube ich, 97 geboren. Ich guck nochmal nach. 97? Scheiße, ich bin alt. Der älteste ist 97 geboren. Bang-chan. Und der jüngste, glaube ich, 2001. Ich gucke aber nochmal, ich möchte keine Fake News verbreiten. Deine Musik ist gut. Genau, der jüngste ist 2001 geboren. Leute, was soll man sagen? Ich muss echt sagen, deine Musik ist gut. Ich verstehe kein Wort, aber es ist wirklich gut. Ja. Willst du noch weiter gucken oder willst du noch? Kannst du die Choreos? Nee, aber ich habe die Videos auch gesehen, dass ich so ein bisschen tanzen kann. Jetzt kommt wieder anderes Liebling. Denn ihre Shots sind auch geil. Man checkt komplett, dass die mit einem großen Team arbeiten. Also man checkt, dass die Videografen mit den Choreografen, dass alles so ein bisschen bedacht ist. Ich finde, viele Parts sehen voll verschieden aus. Und ich glaube, es war auch nicht ein Choreograf, der alles gemacht hat, weil ich finde, nicht alles ist so, macht halt
sieht dänisch aus, aber alle Shots machen Sinn. Und das ist sehr schön für das Auge. Wow. Daumen, Stray Kids. Daumen hoch. Auch mit den Schatten und so, mit den Lichtern, ne? Voll geil. Ja. Der Typ, ne? Der war einfach Backup-Dancer von BTS. What? Der war Backup-Dancer von BTS und ist dann selber ein Idol geworden. Boah, wie crazy. Überleg mal, was du wirklich bist. Okay, das war God's Menu. Hast du irgendwie, was ist dein erster Eindruck? Das ist ja das erste Mal, dass du die Gruppe so siehst. Mein Problem ist, ich habe BTS zuerst gesehen und ich fand BTS wirklich krass. Ich fand BTS wirklich krass. Aber das war auch noch das erste Video, ne? Wir kommen ja, auch noch zu anderen Videos. Und die Musik ist wirklich gut, die Musik hat mir gefallen. Okay. Die Choreo fand ich nicht so krass, aber sie sah cool aus. Und ich muss sagen, es ist einfach ein gutes Video. Die Choreo war cool und der Typ mit der tiefen Stimme war cool. Ich weiß, wie der heißt. Alle anderen habe ich nicht so wahrgenommen irgendwie. Okay. Außer mit der tiefen Stimme. Dann sage ich dir den Namen von dem, den du cool fandest. Der heißt Felix. Felix. Ich bin ein Fan von Felix. Genau. Team Felix. Wir machen weiter mit dem nächsten Song. Und zwar diesmal ein Dance Practice Video, weil das andere war ja schon sehr stark bearbeitet, ne? Yes, sehr gut. Dance Practice. Und du siehst immer so, Das Video ist geil. Viel besser als das erste Video. Okay, let's go, Stray Kids!